Freunde, guck mal, richtig gute Laune. Ohne Witz, richtig gute Laune. Ich heiße euch zunächst mal herzlich willkommen in der Stahlwerkstatt. Warum hat der Junge jetzt so gute Laune? Ist richtig einfach. Wir sind ja der Kanal, der so ein bisschen schweißt. Ja, und so ein bisschen baut und immer die Leute so ein bisschen anregt. Tu es. Tu es. Mach es einfach. Es könnte ja gut werden. Und diesmal ist es richtig gut geworden. Also ich habe richtig Spaß gerade daran, denn ich konnte beginnen mein richtiger Ego, ne? Nicht mein, sondern unser Studio. Naja, wir starten das Projekt und kommen natürlich mit diesem Projekt immer mal wieder. Und diesmal haben wir damit gestartet und wir haben ein Materiallager gebaut. Und das sieht ziemlich genau so aus und das ist einfach ein Riesenmonster, ja? Es ist ein Riesenmonster und ich habe natürlich auch hier schon das erste Material drin. Das ist aber nicht das Einzige, was wir diese Sendung machen, denn es wird besonders spannend, denn wir haben ja noch ein Gewinnspiel, beziehungsweise, denn wir haben noch eine Verlosung laufen. Wir haben noch eine Verlosung laufen und zwar suchen wir den Stahlwerker und die Stahlwerkerin des Jahres. Und ich kann euch eins sagen, das war eine Reise. Das war eine richtige Reise, sich da die Kommentare durchzulesen. Viele, viele tolle Geschichten. Ich konnte das nicht alleine entscheiden. Ich konnte das nicht alleine entscheiden. Und wir haben 200 plus Mitarbeiter. Und die wurden alle angehalten, ein bisschen zu lesen. Zu lesen. Und dann haben wir angefangen, Strichlisten zu führen. Und dann hat es sich relativ zügig irgendwie ergeben, dass da zwei Menschen rausgekommen sind. So wie wir das natürlich auch wollten. Ein Stahlwerker und eine Stahlwerkerin des Jahres 2024. Ja? So, ich glaube, ich brauche hier gar nicht so viel zu erzählen. Es sind zwei geworden, die nicht mit mir verwandt, verschwägert, keine Kumpels, arbeiten nicht bei der Firma Stahlwerk und so weiter und so fort. Es sind also zwei von euch geworden. 222 Kommentare waren am Start. Ich hau jetzt einfach mal ein paar Namen raus. Ladies first. Gaming Lady Nikki. Gaming Lady Nikki. Ich blende euch das mal hier ein. Was soll ich hier sagen? Also ich zeig euch was. Ich zeig euch was. Guck mal hier. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Also ich weiß, du fällst jetzt aus dem Stuhl und du wirst auf jeden Fall Spaß haben. Du wirst irgendeine Verwendung haben. Ja? Also herzlichen Glückwunsch, Gaming Lady Nikki. 2500 Euro gehen an dich. Herzlichen Glückwunsch, du bist die Stahlwerkerin des Jahres. Jetzt brauchen wir noch den Stahlwerker des Jahres. Ich könnte jetzt wieder groß rumposaunen, wie, wo, wer. Johnny Joe XXL. Johnny Joe XXL. Für dich genau das Gleiche. 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Ihr werdet alle irgendetwas damit anfangen. Spaß haben, machen, tun, macht, was ihr möchtet. Wir treten in Kontakt. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt einfach mal 2500 gewonnen und seid Stahlwerkerin und Stahlwerker des Jahres. Und dabei hat das Jahr gerade erst angefangen. Also, eine Sache kann ich euch schon mal sagen. Es bleibt spannend, es kommen mehr Gewinnspiele und wir werden weiterhin daran Spaß haben, euch zu beglücken mit schicken Schweißgeräten, mit Videos und mit Preisen. So, genug geredet, wir schweißen ein bisschen und bauen ein Materiallager. Jungs und Mädels, wir haben eine ganze Menge Bausteine laufen gerade und ich bereite was vor abseits des Toyota-Projektes, denn ich brauche dringend ein Materiallager. Ich bereite gerade noch zwei, drei Sachen vor, säge noch ein bisschen und bin sofort für euch da. Wie viele Schnitte haben wir denn noch überhaupt? Ich habe 4 Basisteile für die Füße. Ich habe 4 dicke Stempel für die Wand und jetzt habe ich mir gedacht, wir machen eine untere Ebene für Schwerlast, eine erste Ebene auch für Schwerlast und dann können wir in 40er Rohr übergehen und machen da oben ein bisschen was Dünneres. Guter Gedanke.
Eins. Zwei, noch zwei. Nein! 810. Also das nenne ich mal perfekt ausgenutzt, ja? Das heißt, wir produzieren hier noch ein paar Späne aus 10 mm. Das war's. Eine ganze Menge Zuschnitt, meine Freunde. Das ist mal ordentlich. Fertig, Teil 1. Jungs und Mädels, ich habe eine ganze Menge Späne produziert. Willkommen in der Stahlwerkstatt. Ich bin Ricardo Matera. Ich zeige euch heute, wie ich mit unserem Studio tatsächlich mal einen Meter vorankommen möchte und breche damit die Serie, die wir für die Firma Ring Racing gerade laufen haben, aufgrund eines fehlenden Bauteils. Also, wir haben was vor. Ich brauche ein Materiallager. Wir sind ja immer noch in unserem riesengroßen Provisorium unterwegs. Knapp 250 Quadratmeter Platz für mich zum Spaß haben. Was ich aber nicht habe, ist ein Materiallager. Ist ein einfaches Lager, ist quasi eine stehende Stange mit einer waagerechten ganz unten und noch ein paar waagerechten mehr, wo wir quasi später unsere Rohre einfach einlegen können, sodass wir da schneller Zugriff drauf haben. Ich möchte die gerne neben meiner Werkbank. Zu meiner Rechten, zu eurer Linken wird dieses Ding montiert. Auch das werde ich euch natürlich zeigen. Jetzt haben wir was ganz Besonderes. Ich durfte euch auf der Messe in Essen, Schweißen und Schneiden 2023, folgende Maschine vorstellen. Und zwar ist das die MIGMAC 500 DP Industrial. Ein Riesenapparat, haben wir auch schon ein ganz tolles Projekt mitgemacht, nämlich dieses hier. Aluminium 8 mm stark. Richtig gut, ja, knappes Ding, musste zeitnah fertig werden, wiederum für eine Messe, diesmal aber die Essen Motor Show. Da haben wir nämlich diese wunderschöne Auffahrrampe gebaut. Und auch das mit der MIGMAC 500 DP. So, die Madame kann natürlich nicht nur Aluminium, da sind Funktionen drin, da träumst du von. Da ist ordentlich was los. Nichtsdestotrotz, mit dieser Maschine möchte ich heute unser Kragarmregal schweißen. Maschine erkläre ich euch gleich. Gucken wir einmal drauf, schauen uns an, was sie alles kann. Ist nämlich wirklich verrückt. Starten tun wir aber einmal mit den Vorbereitungen, die ich jetzt hier gerade hinter mich gebracht habe, beziehungsweise die noch so ein kleines bisschen vor uns stehen. Denn wir haben hier so ein paar Schweißverbindungen, die oft vorkommen, aber wo oft falsch mit umgegangen wird. Ich zeige euch mal, wie man die Rohre vernünftig vorbereitet, sodass wir, wenn wir einen Eckstoß haben, den wir nicht 45 Grad gesägt haben, wenn wir den haben und den verschweißen wollen, wie kriege ich das eigentlich vernünftig hin, damit ich da später nicht irgendwie überrascht werde mit irgendeinem schrägen Riss oder so. Auch das werden wir heute klären. So, bevor wir jetzt die Maschine reinrollen und wir in das Projekt starten, zeige ich euch einmal ganz, ganz trocken, wie ich gerne hätte, dass unser Arm bzw. ein Teil des Regales aussieht. Ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt. Das, was wir hier sehen, ist 2800 lang, also 2,80 Meter und steht an der Wand, wird mit Flacheisen versehen und auch angedübelt, damit uns das Ding nicht entgegenkommt, denn wir wollen das ordentlich belasten mit ordentlich Material. 2,80 Meter kommt also an die Wand. Was wir jetzt brauchen, ist natürlich als allererstes ein Fuß. Dafür habe ich mir einen 800 mm langen Fuß zurechtgesägt. Und hier haben wir auch schon die erste spannende Verbindung. Das ist natürlich nur eine saubere, einfache Kehlnaht. Ja? Auch hier sind wir recht easy unterwegs und können in die Rundung des Materials und mit ein bisschen Schweißnahtvorbereitung natürlich auch die linke und rechte Seite schweißen. Aber hier unten, das wird ein bisschen Käse. Ne? Und das gucken wir uns natürlich gleich mal an. Das ist also der Fuß. Dann gehen wir hin und brauchen eine ganze Menge Regale. Ich habe mir 2x80 Quadratrohr
5 mm stark ausgesucht für die etwas schwereren Rohrteile. Dann haben wir ein bisschen 40er Quadratrohr. Ihr seht, es ist ganz simpel. Und dann gehen wir hin und bauen noch für ein bisschen leichteres Material eins hier, eins da. Und ganz oben noch ein kürzeres in dieser Version. So, und das ist quasi der Apparat, den wir uns jetzt mit dieser Seite an der Wand vorstellen. Jetzt brauchen wir natürlich nicht nur einen, denn so eine Materiallänge ist 6 Meter lang, ist also ganz schön viel. Wir brauchen leider Gottes 4 Stück. Aber einen machen wir zusammen. Und damit starten wir jetzt. So, Freunde, ist ein bisschen groß, ne? Ist ordentlich. Jetzt, bevor wir starten mit der Schweißerei, sollten wir uns ein paar Gedanken darüber machen, wie wir unser Regal aufteilen möchten. Ich habe ja schon erwähnt, für Schwerlast habe ich mir 2 Felder ausgesucht. Einmal Feld 1, Feld 2. Größentechnisch ist das so ein Ding. Das kannst du natürlich machen, wie du möchtest. Wir haben zwar viel Rohr da, aber nicht immer in so einem großen Profil. Das heißt, hier oben würde mir eigentlich so ein bisschen weniger Platz auch ausreichen. Ein bisschen mehr Platz brauche ich auf Feld 1 und 2. Und die anderen teile ich mir so auf, wie ich das gerne hätte. Oben lasse ich ein bisschen Luft und mache mir da das letzte Regalfeld quasi ein bisschen kleiner. Das Rohr ist auch ein bisschen kürzer, damit wir von oben einfach ein bisschen weniger Last haben. Was wir jetzt machen, ist einmal unser Basisrohr, so nenne ich das jetzt mal, die 2,80 Meter, die teilen wir uns sauber auf und zeichnen unsere Stempel an, und zwar genau dort, wo ich die gerne hinzaubern möchte. Also, auf geht's, noch ein paar kleine Vorbereitungen. Alles auf den Tisch. Was brauchen wir? Wir brauchen einen Winkel. Wir brauchen was zu messen. Wir brauchen eine alte Reißnadel. Dann brauchen wir ein Bandmaß. PSA Nummer 1. Wir brauchen PSA Nummer 2. Ich brauche meinen Winkelschleifer. So, was kann ich jetzt machen? Ich kann jetzt einmessen. Ich kann anzeichnen. Das ist nochmal zum Nachmessen. Das ist zum Reißen. Das ist zum Reinigen. Das ist zum Schützen. Brauche ich noch irgendwas? Ja, brauche ich. Und zwar die Madame, die Schrubbscheibe. Die ist fürs Grobe, denn damit machen wir die Schweißnahtvorbereitung gleich. Und zwar an dieser und an dieser und an noch so 2 weiteren Stellen. Also einmessen und aufteilen. Auf geht's. Das kann ich mir schon mal ungefähr auf 80 bringen. Jetzt sagen wir mal, ich hätte gerne 600 Nettofläche. 600, das passt was rein. Wir haben 80 vom Profil, also 600 on top. Richtig, ich brauche hier noch ein großes Feld und das ist genau 600 lang. 600 unten, ja, für die starke Basis. Und dann gehen wir weiter mit 500, 1,45. Das ist das erste 40er Rohr. Ich will hier oben 50 Platz haben. Sagen wir mal 60 Platz. Das ist der kurze. Dann haben wir den etwas längeren da. Und jetzt hätte ich gerne, dass hier noch diese 3 Rohre reinkommen. Was haben wir hier? 1400. Wir haben 3 Stempel und 4 Felder. Das bedeutet, wir teilen durch 4 Felder, sind bei 350, haben aber dann die Mitte des Profils. 350 sind hier 450. Dann haben wir gesagt 350, dann wären wir bei 800. Dann haben wir gesagt 3,50 und das wären 11,50. 1, 2, 3, 50. Mitte, Mitte. Und jetzt wäre schön, wenn das 3,50 wären. Und das sind sowas von 3,50. Habt ihr den hier gesehen? Dieses Zelt, was ich mir hier aufbaue. Ich zeige euch mal, was damit gemeint ist. Ich nehme mal mein Maßband und ziehe mir jetzt mal hier irgendein Maß. Ich kann jetzt hier natürlich hingehen und so versuchen, gerade hier runter zu ziehen, dann seht ihr, dass das irgendwie so ein bisschen bananenförmig und alles gar nicht mal so nice ist. Ich mache mir das immer gerne so, ich gehe mit der Reißnadel wirklich auf den Punkt 500, ziehe mir den nach links, gehe nochmal auf den Punkt, ziehe mir den nach rechts und weiß, dass auf dieser Pfeilspitze die 500 ist. Deswegen mache ich mir immer diese Dreiecke, weil dann weiß ich, wo die 2 sich berühren. Habe ich ein sauberes Maß. Ich nehme jetzt mal meine Mitte und zeichne mir hier das 40er Rohr an.
damit ich alles schön sauber Oberkante, Unterkante habe. Es ist getan. 1, 2, 3, 4, 5 mal 40er, 2 mal 80er. Wir bauen es nochmal auf und dann gucken wir an, ob uns das optisch so gefällt. Dann können wir ein besseres Gefühl dafür entwickeln, wie viel Platz wir da in unserem Regal haben. Angerissen ist alles. Ja, Felder passen mir gut. Das ist tatsächlich ein bisschen groß, ne? Aber schwarzes Material und unten die Basis voll machen, damit wir unten auf dem Boden tatsächlich viel Gewicht haben. Auch wenn wir es andübeln an der Wand, ist das immer ratsam, die Basis schwer und oben den Kopf, sag ich mal, oder in der Höhe das Regal einfach ein bisschen weniger zu belasten. Jetzt ist alles angerissen, jetzt machen wir uns die Stellen einfach mal ein bisschen sauber. Das Abreinigen, quasi metallisch blank machen, hat natürlich eine Sache zur Folge, dass mein Anriss jetzt nicht mehr so schön ist. Den ziehe ich mir gerade nach. Ich habe noch den einen hier. Und dann gehen wir auch schon an das Problem, was ich euch zeigen möchte. Es geht um diese Kante. Wir wollen jetzt hier unten den Fuß montieren. Und wenn ich das jetzt unbearbeitet lasse, dann sieht das hier unten so aus. Wir haben stumpf aneinander diese 5 mm Wandstärken hier. Was wir hier also definitiv machen sollten, um einen vernünftigen Anschluss zu bekommen, ist anfasen und anfasen, damit wir da hinten reinkommen. Ja, wir wollen so weit runter, wie es geht. Also heißt das, nicht nur die Oberfläche abreinigen, sondern hier und da auch eine Phase machen. Und das Gleiche machen wir an dieser Stelle. Wir haben hier die schöne Rundung. Das ist okay. Was wir aber machen wollen, ist, wir wollen da unten rein. Und dann kann ich so einen Steg hier nicht gebrauchen, so einen festen. Also fasen wir uns diese und die gegenüberliegende fasen wir uns auch an. Das gleiche gilt für diesen Pfosten hier. Wenn wir den hier ansetzen, dann haben wir hier vorne eine saubere Kehlnaht, die darf 90 Grad sein, aber die Seiten müssen auch angefasst werden. Das ist das, was wir jetzt machen. Das reicht mir. Das ist für die Seiten und das ist für dieses Endstück. Und zu diesem Endstück springen wir jetzt mal. So, Freunde, ich hätte gerne, dass das genau so aussieht. Ungefähr ganz genau so. Und jetzt passt das hinten auch drauf. Da gehen wir mal hin und setzen das Teil an und dann gucken wir uns an, wie jetzt da die Schweißwandvorbereitung aussieht. So, einfach mal ansetzen. Zack. Da muss Schweißgut rein. Das ist einfach viel besser, um hinten in den Wurzelbereich zu kommen. Dann haben wir über den gesamten Querschnitt von 5 mm auch ordentlich Schweißgut drin, also auch eine Naht, die ordentlich was aushält. Also überall, wo wir dieses dicke Rohr verarbeiten, sorgen wir dafür, dass wir unten schön an die Wurzel kommen. Das machen wir mit Anphasen, so wie ich euch das gerade gezeigt habe. So, und jetzt ist es an der Zeit. Wir haben alles vorbereitet. Schweißmaschine ranholen. da ist sie, Madame. Jetzt nur mal so, ne? Sieht so aus. Ist eine Industriemaschine. Wir gucken einmal drauf. Jungs und Mädels, ich würde vorschlagen, wir fangen oben an. Ich drehe das mal zur Seite. Ist übrigens auch ein Gimmick. Ja, wir können dieses Schweinchen, nennen wir das, diese Antriebseinheit, runterheben vom Schweißgerät und gerne etwas näher an unsere Baustelle bringen. Jetzt schauen wir uns einmal an. Zusatzwerkstoff und Antriebseinheit. Diese Antriebseinheit, die ist so stark, die könnte den Björn durchs Schlauchpaket schicken, ja, und vorne an die Schweißstelle bringen. Ist natürlich Quatsch. Ich habe hier gerade einen 1 mm Draht verbaut. Wir haben einen 4-Rollen-Antrieb.
Wir können auf alles Erdenkliche an Materialien umrüsten und es gibt eine ganze Menge Antriebsrollen dazu. Damit das schön staubfrei bleibt, ist alles schön in einer Kiste. Ne? Achtung hier, nicht anfassen. Während des Betriebes. Ein Stockwerk tiefer, ich lasse das Schlauchpaket mal ein bisschen auf Seite. Ein Stockwerk tiefer ist die eigentliche Schweißstromquelle. Und wiederum ein Stockwerk tiefer ist die Wasserkühleinheit. Von hier hinten raus, schauen wir uns gleich an, rein ins Schlauchpaket. Ja? Denn hohe Stromstärken, hohe Temperaturen brauchen einfach eine Wasserkühlung. Jetzt würde ich sagen, machen wir die Maschine mal an und wir gucken einmal, was wir hier alles Mögliche einstellen können. Wir werden natürlich heute relativ einfach gehen und das auf unser Projekt bezogen einstellen. Also, Maschine an. Und da ist er auch schon. Pumpe läuft an, Maschine läuft an, geht einmal in den Lademodus, macht das letzte Programm, was wir eingestellt haben, wieder startklar. Temperaturgesteuerte Lüftersteuerung, das heißt, wie wir hören, hören wir nichts. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier vorne eine ganze Menge einzustellen. Ich werde jetzt nicht auf alles bis ins kleinste Detail eingehen, weil für die Sendung viel zu viel, ganz bestimmt wird die nochmal erklärt. Was wir jetzt haben, ist einmal unser Standarddisplay. Wir haben Stromstärke und wir haben Spannung. Jetzt können wir durchschalten. Meter die Minute Zusatzwerkstoff. Wandstärke. Und die Frequenz. Die Frequenz können wir dann einstellen, wenn wir den entsprechenden Modus gewählt haben. Beispiel das Pulsen für Aluminium oder so. Denn rechts daneben können wir sehen, was die Maschine alles verschweißen kann. Und wir haben hier vom Standard Stahl, möchte ich mal sagen, das ist das, was wir heute benutzen, die ist auch so eingestellt, geht's über den Edelstahl, geht es bis hin zur Nickelbasis und wir haben eine ganze Menge Aluminium, Aluminium-Silizium, Aluminium-Mangan, Kupfer-Aluminium-Legierungen. Du kannst also hier also wirklich viel einstellen. Eine Menge Grundprogramme sind schon hinterlegt, eben für den Fall, dass ihr eine sehr spezielle Schweißaufgabe habt. Natürlich haben wir hier unsere Drahtstärke. Ja, ich habe 1,0 eingelegt, deswegen ist auch 1,0 eingestellt. Verschiedene Gase, die wir auswählen können. Immer für den ausgewählten Prozess das richtige Gas auswählen. Unseres steht jetzt auf MAC, Metallaktivgasschweißen mit 18% CO2. Der Rest ist immer Argon, also hier 82%. Dann schweißen wir im Standardmodus. Standardmodus bedeutet, wir pulsen nicht, sondern wir schweißen kontinuierlich. Und das Ganze machen wir im Zweitakt. Es gibt noch spezielle Funktionen. Was wir machen können, ist Pulsen, Doppelpulsen. Hier sind wir so im Bereich Edelstahl und Aluminium. Dann können wir beispielsweise ein Programm für das Wurzelschweißen. Ja, ja, Industriemaschine. Industrie bedeutet, wir wollen sicher Wurzelschweißen. Wir sagen jetzt einfach mal ein wirklich großes 500er Rohr, wo wir eine Wurzel einbringen wollen. Es gibt ein Programm dafür, wie wir das Wurzelschweißen hier vereinfachen. So viel dazu. Wir haben 100 Programmspeicherplätze. Du kannst also von hier bis zum Nirgendwo dir Sachen einstellen. Das ist eine ganze Menge. 100 Programmspeicherplätze, das ist ordentlich. Drehregler für die Stromstärke und Drehregler zur Korrektur der Spannung. Jetzt fällt eine Sache auf. Die beiden sind natürlich gekoppelt. Du musst nicht immer an der Maschine stehen. Du siehst, wenn ich hier unten fummel, dann bewegt sich oben alles und auch umgekehrt. Wenn ich jetzt hier oben fummel, dann quatschen die beiden miteinander und du kannst also den hier als Fernregler sozusagen nutzen, wenn der etwas näher an deiner Baustelle ist. Jetzt zu den eingestellten Parametern. Wir sind schon sauber eingestellt. Ich habe einen Testnaht gemacht. 170 Ampere Stromstärke. Das wird wie immer variieren und die Maschine gibt uns hier vor 23,8 Volt. Wir nehmen das jetzt mal so hin. Schlauchpaket ist tatsächlich, Achtung, ist ein Abicor-Binzel. Ist ein Riesenapparat, ist aber auch für diese Stromstärke ausgelegt. Ja, so. Einmal zurück in den Halter. Hier machen wir die Klappe zu. Jetzt stelle ich mir die Maschine mal hin und dann beginnen wir endlich mal mit der Schweißerei.
Was haben wir denn hier? 10 Liter, Standard, alles gut. Massenzange, sehr sexy. Du kannst ja hier anklemmen, was du möchtest, muss halt 500 Ampere können. Ne? Das ist so das Wichtige. Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir die Masse vielleicht doch an den Tisch bringen. Magnetschweißhilfe. Da sind wir doch da. Das gefällt mir schon ganz gut. Nach hier. Also, einsatzbereit, ja? Es ist grob ausgerichtet. Wir setzen jetzt erstmal die erste Heftstelle. Eine in die Ecke, eine bei mir auf die Seite. Helm auf, Handschuhe an und schweißen. So, jetzt kann der Kollege weg. So, einmal Kontrolle. Sehr geil. So, geheftet Nummer 1. Ich würde tatsächlich durchheften, ja? Dann können wir gleich schön viel schweißen. So, Winkel kontrollieren. Der kippt nach eurem links, mein rechts. Das heißt, wir heften hier und haben dann die Möglichkeit, den einen Hauch zurückzuschieben. Jetzt geht's an die 40er. Geheftet. Der eine ist ein Hauch raus, der hier. Die zwei da hinten sind ganz prima. Die nächsten beiden sind gut. Das bedeutet festsetzen. Ja, ist gut. Kannst hier mal drüber fluchten. Da ist jetzt eine schöne Linie. Also wir waren jetzt so 10 mm raus, der Kollege hier. Ganz ehrlich, Kunststoffhammer. Ja, Material zieht sich ein bisschen. Wenn wir jetzt gleich überschweißen, dann entspannt sich das wieder. Dieses Strecken wird quasi nochmal mit Temperatur bearbeitet. Für mich jetzt am allereinfachsten, wir beginnen einfach mal hier zu schweißen. Die schweiße ich in meine Richtung stechend. Ich bleibe bei den 170 eingestellten Ampere mit 23,8 Volt Spannung. Die nächste wird die hier sein. Wir kontrollieren einfach mal, wo der hingeht. Das machen wir natürlich vorher, damit wir wissen, auf welcher Seite wir anfangen. Ist der nach da, schweißen wir hier. Ist der nach da, schweißen wir hier. Wir wollen also die erste Schrumpfspannung immer zurückziehen ins Lot. Das ist wichtig. Also, ich messe kurz ein und dann fangen wir mal mit den Kehlnähten an. Ich würde generell zunächst mal die Kehlnähte innen machen, damit wir ein bisschen Stabilität bekommen und dann nach außen gehen. Wenn wir bereits zwei Nähte haben, ist der Verzug einfach geringer. Also, auf geht's, wir schweißen mal diese Kehlnaht. Schweißnahttechnisch habe ich mich gerade hierfür entschieden, nicht weil ich das gerne mag, sondern weil der Pfosten mir sagt, er möchte nach hier. Also bringen wir hier die erste Spannung rein, um den zurückzuziehen. Und wie immer, ich kann es nicht oft genug sagen, Druckbehälter weg vom Tisch. Also folgendes, wir wollen jetzt eine Quernaht machen hier auf der Seite, da wo wir die Schweißnahtvorbereitung gemacht haben. Jetzt bin ich natürlich immer so ein Typ, gerne ohne Schürze. Aber wenn ich weiß, dass die Spritzer wirklich mir hier reinfallen können oder generell mich so ein bisschen, die wollen mich haben. Ja? Und wenn die mich haben wollen, dann ziehe ich mir lieber doch eine Schürze an. Ich will jetzt eine Technik anwenden. Naht wird folgendermaßen aussehen. Wenn wir jetzt mal eine Nahaufnahme nehmen, dann schwappt die gerne so ein bisschen runter und bildet unten so einen Bauch. Das ist Standard für eine Quernaht, wenn du nicht so ein bisschen dagegen hältst. Also wir wollen versuchen, diese Brust
nennen Sie mal Brust, die wollen wir klein halten. Ja? Also geben wir den Draht ein bisschen weiter nach oben und hoffen damit, das so ein bisschen einzudämmen. Ja? Also auf geht's. Ich schweiße von hier nach da und fülle dieses 5 mm V. Ich habe es jetzt nicht geschafft, das in einem zu verschweißen. Ich habe oben eine brutale Einbrandkerbe. Ich kann es jetzt nicht anfassen. Ja? Ich habe jetzt mehrmals angesetzt, um zu gucken, ob ich, wie ich fülle oder auch nicht. Also eins steht fest, die Wurzel, quasi das, der untere Teil, der ist drinne. Wir müssen aber noch mal drüber schweißen, weil wir einfach diese Einbrandkerbe haben. Die möchten wir nicht. So, Freunde, ich kann jetzt nicht so ganz dran fassen. Ich nehme mal einen Körner. Ich habe mir oben eine riesen Einbrandkerbe eingefahren. Temperatur 170 Ampere zu hoch. Ich bin jetzt runtergegangen auf 140, habe mir die Kerbe einmal sauber geschliffen. Das ist kein Unding. Ein Unding wäre gewesen, die Kerbe übrig zu lassen. Also, wir haben hier auf jeden Fall jetzt noch eine zweite Lage. Die werde ich ganz einfach ohne Pendeln, Strichraupentechnik, von hinten nach vorne abarbeiten, dass wir diese Lücke hier füllen. Und dann haben wir einen richtig schönen Vollanschluss. So kann man das machen, ne? Jetzt habe ich natürlich eine kleine Banane gebaut, aber das ist in Ordnung. Da ist, könnte man einstellungstechnisch natürlich noch was tun, Brennerhaltung ein bisschen verbessern. Ne? Aber ist so in Ordnung, muss eh beigeschliffen werden, weil wir hier unten auf dem Boden stehen. Ah, Schweiß schon richtig nice. Ne? So, die beiden dicken Pfosten haben wir gemacht. Jetzt legen wir es auf die Seite und kümmern uns mal in PA-Position. Das heißt, Brenner kommt von oben um diese Nähte hier. Viel besser, ne? Ich habe mich jetzt für Strichraupe entschieden. Das ist einfach besser, ne? Lieber ein paar schmale nebeneinander. Das macht einfach mehr Sinn. Also so darf es schon laufen, ne? Das ist schon richtig, richtig gut. Also sieht so aus, ne? Bisschen gependelt während des Schweißens, geguckt, dass ich unten in der Wurzel ordentlich was reinbekomme.
sehr, sehr nice. Schöne Überhöhung. Ja, also es ist so, wenn du dich drauf eingeschossen hast, immer noch mal reinfinden, immer noch mal zwei, drei Nähte machen. Also die letzten beiden sind für mich die allerschönsten. Das heißt, wir haben jetzt mal ein paar ordentliche Vollanschlüsse gesehen. Was ich jetzt mache, ist ganz, ganz schnell schön die kleinen 40er abschweißen, damit ich die Platten montieren kann. Also auf geht's, ein bisschen mal was schneller im Zeitraffer, ein paar Schweißnähte. Erledigt. Also ich kann schon sauber machen, ne? Das ist mega. Lass mich mal Verzug schauen. Ja. Ja, so muss das. So hätte ich es gerne. Einzige, was man sich jetzt natürlich noch überlegen kann, ist, also ich glaube unter die nicht, die sind fett genug. Die haben richtig brutale Schweißnähte. Hier haben wir relativ dünne Kehlnähte, dass man hier vielleicht noch ein Knotenblech reinmacht. 40 mal 40 mal 2 kann schon was ab. 600 mm lang. Jetzt legen wir auf dem Punkt am meisten ab. Ja, man könnte es abfangen. Ne? Man verliert ein bisschen Nettofläche, aber das ist eine Sache. Es ist verschweißt und es ist getan. Und 80, so. So, Freunde, nachdem das abgeschweißt ist, habe ich mir ein paar Ankerplatten gebaut für den Boden und für die Wand. Die erste habe ich schon ausgerichtet. Alles wie immer, ne? Anreißen, messen, körnen, bohren, senken, entgraten. Habe ich mir schon ausgerichtet, 50 mm weg von der Stirn. Hefte ich mir jetzt auf der Innenseite einmal links, einmal rechts. Und dann machen wir mal hier eine schöne Kehlnaht und da oben eine schöne Kehlnaht. Mehr braucht es hier nicht. Ja? Wir brauchen jetzt hier nicht noch innen rundherum. Da steht das ganze Gewicht drauf. Es soll lediglich verhindern, dass wir, naja, dass wir es verschieben können. Ne? So, also einmal abheften und dann auch direkt schweißen. So, 135 Ampere. Damit haben wir die 40er mal 2 mm stark gemacht. Das reicht uns hier nicht. Wir haben, was haben wir denn da? 8 mm Blech auf 5 mm Rohr. Das heißt, da ist ordentlich Fleisch. Ja, 170, man könnte höher. 170. 170 lassen wir mal. Hier, Gas. Gas laufen lassen. Hier einfach mal Knöpfchen drücken. Und Schlauchpaket spülen, ja? Ganz schön nice, ne?
Das macht mehr Sinn. Ausrichten, Maschine nach mir. 160 entfernt. 60 passt. 100 checken. 100 gut. Zart. Ja, Junge, also, boah, schön, ehrlich, geil, richtig nice. Freunde, wir haben gerade die letzte Naht gemacht, ne? Jetzt habe ich das Ding da vorne hingestellt, um nur mal so, du musst ja mal so ein Gefühl bekommen, ne? Sieht sauber aus, alles gut, man muss jetzt ein bisschen putzen. Also ich kann hier noch einlagern, ja, irgendwas Leichtes, ein Alu, irgendwas. Hier, gut, sind wir sauber, dieses Fach ist so brutal groß, ne? Das siehst du aber erst, wenn es steht. Nichtsdestotrotz, also gute Nachricht, hier ist viel Platz für Rohr. Gute Nachricht für euch, das Ding ist fertig. Schlechte Nachricht für mich, ich brauche davon 4 Stück. Das heißt, ich fummel jetzt noch ein bisschen. Also wir haben einen gemeinsam gemacht, ne? Ich kann euch sagen, das ist Arbeit. Das ist Arbeit, das ist richtig, richtig Arbeit. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich mache jetzt noch ein bisschen sauber, organisiere mir ein paar Dübel und dann geht's ab an die Wand. Wir können montieren. Auf. Das ist natürlich geil, ne? Fertig. Wir sind fertig. Ist das geil? Ich feiere das total. Das ist natürlich jetzt ein Spezi-Projekt, aber erweitert das Studio ungemein, ne? Moment, wir sind noch nicht ganz am Ende, ne? Jetzt kommt der schwerste Part, ne? Wir haben ordentlich Material da liegen. Also folgendes, ich mache jetzt sauber und dann sortiere ich ein. Und wenn einsortiert ist, dann gucken wir nochmal drauf.
ganz ehrlich, ich brech ab. Ich brech zusammen, um genau zu sein. Also hätte mir das einer gesagt mit den Rohren, dann wäre ich Elektriker geworden oder so. Das kannst du mir glauben. Junge, bin ich fertig. Ich bin fertig. Die Sendung ist fertig, ich bin total fertig. Also was hier drinnen liegt, ne? Diese 80er Quadratrohr 5 mm Wand, das was wir heute verbaut haben, ne? Schwer wie die Seuche, mit ein paar Tricks natürlich, ne? Ein bisschen Hubwagen, ein bisschen diese Kleinigkeiten, ne? Aber also gut, gut, oder? Schön groß, Platz, ich habe noch Material. Und ja, hier könnte man jetzt natürlich noch so Bremsen einbauen, ne? Also entweder Kappen drauf oder so ein paar Bleche, die, ich sag mal, das rausrollen. Jede Menge Material und jede Menge Projekte stecken hier drin. Und da liegt noch. Und das Blechmaterial habe ich noch gar nicht irgendwie in Planung, dass ich das hier einsortiere. Nichtsdestotrotz haben wir Folgendes gemacht. Wir haben das Projekt Studio jetzt endlich mal bei den Ohren gepackt. Lass uns Ohren sagen. Und wir haben jetzt hier die Halle komplett ausgenutzt, bis in die allerletzte Ecke. Und haben von da an einfach ein bisschen Platz gelassen und dann 6 Meter geplant. Auf 5 Meter habe ich diese Einzelkragarme, sage ich mal, habe ich die hier dran gezimmert. Schön mit ABH, ne? 12er Bohrer, rein gute Dübel, alles perfekt, bombenfest das Ganze. Also das heißt, Projekt Studio läuft jetzt. Und wir haben jetzt eine neue Kulisse. Ne? Ich glaube, das ist ein ganz geiles Bild, auch mal ein bisschen Material in der Nähe zu haben. Ne? Du kannst dir jetzt einfach was reinziehen und fertig. Freunde, den Gewinnern Johnny Joe XXL und Gaming Lady Nikki, wenn ich jetzt richtig ausgesprochen habe. Also ich weiß, ihr seid schon gehüpft. Viel Spaß damit. Es ist eine Auslosung. Ja, wir haben über 200 Mitarbeiter am Standort und jeder durfte einen Strich machen. Es sind die beiden geworden. Viele mega schöne Kommentare. Es sind die beiden geworden. Also viel Spaß damit. Ihr wisst schon, wir kommen in Kontakt und dann werden wir in irgendeiner Form diese Übergabe machen. So. Jetzt sind wir bis hier. Ich räume jetzt hier noch ein bisschen auf. MIG 500 DP, ja, auf jeden Fall. Studiobau, schwerer Stahlbau, auf jeden Fall. Funktioniert einwandfrei. Funktionen bis ins Nirgendwo. Natürlich differiert die zu so einer MIG 200 ST. Völlig klar, es kostet ja auch ein bisschen mehr. Ne? Es ist einfach eine andere Nummer. Hat Spaß gemacht, damit zu schweißen. Halte ich auch noch ein bisschen hier. Aus Testzwecken, ja, wir wollen ja immer gerne unsere Produkte durch und durch testen, andere Funktionen gucken, wie es läuft und so weiter und so fort. Und ich habe eben Rücksprache mit Chef gehalten und ich kann die 500 DP behalten. Und das ist schon mal richtig gut, denn damit baue ich hier das Studio weiter. So, bis hierhin. Ich räume jetzt noch ein bisschen ein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich bin raus. Und wir sehen uns ganz bestimmt in der nächsten.